Willkommen zurück zu Let's Play Eleanor. Yeah. So, wir haben im letzten Part den Fall Weiße Schuhe und ein Mord abgeschlossen. Erfolgreich natürlich. Sehen wir hier wieder den Fallbericht. Und wir beginnen mit einem neuen Fall. Allerdings sehen wir jetzt zuerst eine Videosequenz und dann mache ich wahrscheinlich Straßenverbrechen. Wir gucken einfach mal. Ich drücke und schauen uns die Videosequenz an. Of course, we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hawked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Okay. Warum sind wir jetzt im Pfandleiher nochmal? Das ging mir ein bisschen zu schnell. Wegen irgendeinem anderen Fall. Verpfändete Ringe. Tatort sollen wir untersuchen? Ja. Yeah. Alter. Wie viel denn noch? Der Mord der Sekretärin heißt der Fall. Was für Personen haben wir? Mordopfer? Okay, haben wir. Wissen wir noch nicht, außer das Alter, glaube ich. Verpfändete Ringe. Moller. Was war das nochmal für ein Fall? Ach, die Mollers. Die kenne ich doch noch. Okay, dann müssen wir hier noch was anderes machen. Ich denke, das machen wir zuerst. Orte. Ja. Okay, dann fahren wir doch erst zum Pfandleiher. Als Zielort. Das ist mir jetzt neu, dass wir erst, bevor wir zum neuen Tatort gehen, ja, dass wir noch was anderes machen müssen. Ich habe keine Ahnung mehr, was... Also, kann ich nicht raus. Ich hab keine Ahnung mehr, was das für ein Fall war. Mit den Mollers und was mit dem Ring auf sich hat. Gut, die Ringe haben natürlich öfters gefehlt. Wo geht's denn hier raus? Darf ich... Nein, nicht da rein! Da will ich doch gar nicht rein. Die Ringe haben bei den Opfern öfters mal gefehlt. Ey, wo geht's denn hier raus? Hallo! Ich hasse das hier, mein Revier. Und... Irgendjemand hat den Ring da abgegeben. Exit, also da. Ah, große Tür. Ja. Okay, dann machen wir das. Gehen wir doch keine Straßenverbrechen an. Aber machen wir, bevor wir zum neuen Tatort fahren. Man hat es in der Videosequenz ja gesehen und den Gleisen. Ja. Sagen die was Wichtiges? He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. Hugo Moller. Ach so, das war der Fall. Nein. Das war der Fall. Oh, das machen wir doch, machen wir.
Wir fahren zum Straßenverbrechen. Das war der Fall mit der Schule. Wo, wen haben wir da eingebuchtet? War das der Pädophile? Oder rum... Hugo Moller? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon länger her. Wahrscheinlich ein paar Wochen. Aber er hatte gesagt, der Hausmeister hat den identifiziert. Boah, da muss ich nochmal reingucken. In meine Videos. Weiß ich nicht mehr. Ich merke mir sowas nie. Ich dachte, der Fall ist erledigt. Kopf frei machen. Nächster Fall. Aber nee. Aber ich habe ja schon gezweifelt, weil die Fälle ja immer gleich sind. Zumindest die Leichen sehen immer gleich aus. Der Ring fehlt immer. Oder hat öfters gefehlt. Und so. Und dass vielleicht doch ein Täter ist. Wir haben ja meistens den Ehemann eingebuchtet. Oder die Ehemänner halt. Und eventuell, da der Ring ja gefehlt hat und der Ring jetzt verpfändet wurde, könnte das von dem wirklichen Täter, also dass der wirkliche Täter das gemacht hat. Wo ist die Scheiße denn? Okay, wollte ich schon sagen, weil eigentlich habe ich jetzt Bock auf Fälle und so, bevor mein Gehirn wieder abschaltet. Da ist GTA und so leichter zu LP'en. Muss man einfach nur rumballern meistens. Nicht nachdenken. Ja, ich bin doch schon da, hallo? Hallo? Ah, geht doch. You leave no witnesses, you stay out of the post. I'm not riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my but ear. But I'm tired of always being on the lam. I don't have a choice. A stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. You're both coming with me. Don't do anything stupid. Okay, die flüchten. Verdächtige verfolgen, das kennen wir ja mittlerweile. Weil, das war dumm. Ich habe ja bei der letzten Verfolgung, habe ich ja auch schon verkackt, in dem einen Fall, in dem letzten Fall. Oh, wer schießt denn da? Wir müssen immer so behindert fahren. Aber geiles Auto in grün. Wow. Okay. Der macht natürlich wie... Upsala, ja. Hallo, was soll ich machen? Ich kann hier nicht auf Leute achten. Bei sowas. Den buchte ich ein. Den kleinen Wichser buchte ich ein. Hurensohn. Und den auch und die Ampel auch. Alter, ich buchte hier die komplette Stadt ein. Die stehen mir immer im Weg. Was sollte die Scheiße denn? Komm, komm. Also, war ja klar. Alter. Wie er fährt. Als ob. Ja, wie soll ich denn bitte gleichmäßig fahren? So behindert kann man gar nicht fahren, dass man gleichmäßig fährt. Also, oh, wow, wow, wow. Okay, das war hilfreich. Ja, wie? Ich komme nicht mal ran. Hallo, Kollege. Fähr du doch. Ich steig gleich aus, dann kann der fahren. Der ist ein bisschen schneller unterwegs. Da komme ich nicht ran. Oh, schick. Verhaften? Achso, ja. Alles klar. Na komm. Put your hands where I can see them. Jo, so Verfolgungsjagden sind irgendwie immer gleich. Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue trolley station. The 459 suspects are in custody. Roger 11K, all units code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue trolley station. Alles klar, 16 von 40. Oh, gibt es noch einiges zu machen. Aber, ich glaube nur noch 4 oder 3, wenn ich richtig markiert habe, hier in der Mordkommission oder während der Mordkommission. Würde ich die nicht machen, kann ich die erst machen, nachdem ich alle Fälle gemacht habe. So ist es ja im Verkehrsdezernat. Die kann ich auch nicht mehr machen. Also jetzt gerade nicht, erst später. So, jetzt fahren wir zum Pfandleiher. Und... Oh, what the fuck? Was war das? Hoffentlich finden wir da raus, wer den Ring da abgegeben hat. Und dann müssen wir wahrscheinlich den Fall neu aufrollen. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es da ging. Wo ist die Scheiße denn? Ja. Sorry immer für das auf die Karte gucken, aber... Ja. Habe ich ja schon öfters gesagt. Toll, falsch gefahren. Ja, der war wahrscheinlich Abkürzung. Ah. Ups. Hallo, Kollegen. Wo geht's denn hier lang? Ja, ich fahr mal durch den Tunnel.
Das scheint doch dann richtig zu sein. Habe ich eigentlich keine kein blaues Licht? Seit wann gibt es eigentlich blaues Licht? An die alten Polizeiautos hier auch keiner? Die anderen? Auch kein Licht hier? Oben drauf? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Ja. So, einfach geradeaus. Oh, wir sind gleich da. Pfandschleier. So. Ah. Wollte noch eine Laterne mitholen. So. Ja, darf ich rein? Danke. Speichert. Sehr schön. So, guten Morgen. Was habt ihr denn da? Ja, hallo? Ja, okay, ruhig in die Mitte. Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? 50 bucks. Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Okay, zeig die Ringe. Ja, dann hol den zuerst. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Okay. Und der andere? Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Ja, 22 Karat oder so. Alles klar. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Yo, die Ringe dürfen wir die mitnehmen? Die lässt er einfach da liegen. Alles klar. Was sollen wir jetzt machen? Wo sollen wir hin? Orte? Nee. Hinweise? Ja. Was sollen wir das jetzt nicht machen? Wir steigen einfach mal ins Auto. Unser Partner sitzt natürlich, weil da gibt es Alkohol. Okay, sollen wir anscheinend nicht nachverfolgen. Oder jetzt noch nicht. Deshalb zum Bahnhof. Nächster Fall. Aber wie gesagt, wenn wir unterbrochen werden, machen wir ein Straßenverbrechen. Wow, fahr. Danke. Alles klar, ich habe keine Ahnung mit dem Scheiß. Was? We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. The perp is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Muller. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Okay, ich muss da jetzt unbedingt das lesen. Ah, okay, Straßenverbrechen. Okay, anscheinend. Da verschickt ja jemand Briefe. Auch an uns. Dahlia-Briefe. Dahlia-Kerl, keine Ahnung, wie wir den nennen. Oder die Polizei hier. Der hat wahrscheinlich mehrere getötet. Bleibt interessant. Wow. Aber er ist natürlich auch sehr verwirrend gemacht, besonders für mich. Blickt er gar nicht mehr durch. Wenn man das Spiel so in 2-3 Tagen oder so durchspielt, also wirklich sehr viele Stunden spielt hintereinander, dann kapiert man da wahrscheinlich mehr. Oder wenn man es das zweite Mal durchspielt. Aber nicht beim ersten Mal und dann nicht mit meinem Gehirn. Das ist zu viel für mich. Weil wenn ich zocken will, dann will ich immer abschalten und nicht nachdenken. Aber egal, ich mach das Beste daraus. So, deshalb kurz für die Seele ein paar Straßenverbrechen. Bisschen ballern und abhauen oder verfolgen. I'm crazy, it's your fault. Running around behind my back.
How am I supposed to trust you, goddammit? Whoa, sir. I think you ought to calm down. Mind your own goddamn business. Why is everybody always on my case? Okay, überwältigen. Alter! Der hat einfach einen Polizisten erschossen. Wo ist der denn, Alter? Oder? War das? Hä? Ah ja, das ist er doch. Sag ich doch. Der war ja langsam. Gut, der war auch alt. Das ging schnell. Car 11K. Code 4 at Alvera Street, but I'll need an ambulance. Shots fired. Suspect is down. Roger, on the ambulance, 11 King. All units be advised, code 4 at the Alvera Street Plaza. Alles klar, 17 vor 40. Okay, gut. Ich würde sagen, wir beenden hier mal. Im nächsten Part fahren wir dann zum Tatort, kümmern uns da um den Fall und was es mit den Briefen und den Ringen da auf sich hat und wer dann wirklich der Mörder ist und so weiter, wer das alles gemacht hat, sehen wir irgendwann. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Aber ich würde sagen, das war's für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.